High power of politicians. Sie sind nur 50 Kinder. Also man redet hier Alemannisch, habe ich jetzt herausgefunden. Das verstehen ja die auch alle hier im Bodensee rum, habe ich jetzt gerade gelesen. Also danke vielmals. Danke vielmals für die Einladung. Ich hoffe, ich könnte etwas Lustiges für die Arbeit und Unterhaltung beitragen. Vom Architekten erwarten wir, dass er Bilder zeigt von Häusern. Da kann man noch über die diskutieren, ob die schön oder wüst sind. Aber eigentlich muss ich Sie enttäuschen. Ich habe eigentlich, was mir wirklich am Herzen liegt, ist aber nicht gar nicht die Häuser, sondern ist der Raum. Und der Raum, über den kann man nicht so gut reden, das ist gar nicht so einfach. Und das Problem ist, der Raum ist nämlich leer. Muss ich also heute Abend ein bisschen martern mit einem abstrakten Gedankengang. Normalerweise rede ich also nicht über solche Sachen, sondern über Häuser, aber dann brauche ich aber ein bisschen mehr Zeit. Und darum machen wir jetzt einfach einen Gedankengang über die Räume. Und ich erzähle sonst auch nicht so recht, jetzt da haben wir gesagt, wir sollen vom Handwerkszeug erzählen. Und das ist ein bisschen Handwerkszeug hinter der Kulisse, also nicht über das reden wir sonst nicht, und man baut ja schon gar nicht. Jetzt eben der Raum. Oder? Der Raum ist eigentlich, im Unterschied zum architektonischen Objekt, ist er eigentlich zwischen ihnen. Und der ist eigentlich nichts. Das ist nichts. Also eine Raumgestaltung ist aber eigentlich nicht in erster Linie dazu da, um Wände zu bauen oder zu gestalten, sondern es ist eigentlich dazu da, um einer Leere eine Struktur zu verleihen. Ich tue bei mir das nicht gleich ein bisschen Bildchen, brauche ich dann eben gleich noch. Höre ich alles dann so. Und damit das können wir gar nicht aus. So. Ich zeige jetzt hier den Oskar Schlemmer. Das ist ein ganz wacher Geist in Sachen Raum. Der hat das in Malerei untersucht, hat das aber auch in Bühnenexperimenten untersucht. Und dort hat er zum Beispiel einfach mal in dem Fall oder auch sonst Beziehung vom Mensch zum leeren Raumvolumen untersucht. Also der Mensch in Interaktion zu der Leere, die rings um ihn ist, also quasi das Drumherum, das Objektive und das Subjektive drinnen. Also eben die Raumbildung ist nämlich eine Art, ist eben leer, aber es ist eigentlich eine Art Kräftefeld, würde ich dann sagen, wo zwischen den gebauten Elementen stattfindet. Die realen Elemente, die ringsum sind, sind natürlich sehr wichtig, aber immer nur in Bezug auf eigentlich den leeren Raum und in Bezug natürlich auf den Menschen, der dann dort drinnen ist. Der Schlemmer hat zum Beispiel hier den leeren Raum quasi mit einem Hilfsmittel sichtbar gemacht, nämlich mit diesen Fäden, die er dann angeleuchtet hat. Und so sehen wir eigentlich hier, dass das Raumvolumen überindividuell gewissermaßen den Rahmen bildet, wo dann der Mensch eigentlich individuell in Bezug zu dem Raumvolumen steht. Und das hat einen ganz grossen Einfluss auf die Qualität von eigentlich eben dieser Beziehung. Ich zeige noch ein anderes Beispiel, nicht aus der Welt von der Architektur. Das ist eigentlich kein Beispiel, das ist mehr ein Erklärungsmodell. Das ist einfach ein Raum, der bildet sich aus Bodenwanddecke. Das ist einfach etwas total Banales, wenn man so will. Was nicht so banal ist daran, ist, dass der Innenraum, das ist immer, vielleicht reden wir auch vom Raum, aber der Raum, der Physiker sagt vom Raum natürlich etwas anderes. Der Physiker ist der Raum vom All, oder? Das ist der Raum. Und der Architekt schneidet eigentlich aus dem Raum vom All ein Stück raus, ganz ein kleines, und steckt den Menschen dort rein. Und dann ist der Mensch dort drin wieder ein neuer Kosmos. Und der neue Kosmos bildet eigentlich seine Organisations- und eben auch seine Denkstruktur. Also seine ganze Denkfigur, also die Denkstruktur, ist dann abhängig von dem. Ich zeige nochmal ein Beispiel, jetzt fange ich auch schneller rein. Ein anderes Beispiel aus der Kunst, von Eduardo Chillida, Bene del Viento, in San Sebastian. Das ist also kein architektonischer Innenraum, es sind auch keine Wände, aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Es sind Formen, hier skulpturale Formen, die im Dienst vom Aufbau eines räumlichen Spannungsfeld stehen. Ich sage einmal, die Skulptur besteht aus vier Teilen. Das sind nur drei, also drei Plastiken. Und dann kommt natürlich das Wichtigste, das ist eben das Leere dazwischen. Das Leere dazwischen, das Immaterielle, das Spannungsfeld, das mit diesen Zangen, oder dem Vater seine Schmiedezangen, aber ein bisschen grösser, und in der Werkstatt hat. Und dann aber das vierte, muss ich auch noch sagen, sind natürlich mir selber, ich habe die Fertig gemacht von da. Und jetzt bin ich natürlich da in Interaktion eigentlich nicht
zu diesen drei Zangen, sondern irgendwo in Interaktion zu dieser Art von Raumspannungsfeld, die dort stattfindet. Und jetzt passiert eigentlich eine Oszillation zwischen mir, subjektiv, und dem objektiven, leeren Spannungsfeld, das dort drin ist, immer hin und her. Und das ist eine relativ dynamische Angelegenheit eigentlich. Jetzt, was ich hier zeige, ist eigentlich ein Spezialfall, weil mit Architektur eigentlich nicht viel zu tun. Aber warum sie das zeigt, ist, weil man das fotografieren kann. Das kann ich ja bei PowerPoint nicht machen. In der Architektur lässt sich das eigentlich nicht fotografieren. Wenn ich irgendein Foto mache von einem Raum, dann habe ich eine komische, verzerrte Wand und ich sehe auch überhaupt nichts. Und das ist dann eben eigentlich ein bisschen schlecht. Und das Problem ist auch in den Medien, wissen Sie, dann reden wir immer von Architektur, aber eigentlich ist es gar nicht wichtig. Es ist auch nur so, sind das so komische Formen und den Raum sieht man eigentlich nicht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man einfach vergessen. Ich muss also Raum so ein Schema, so ein Trockens zeigen. Also der Innenraum, die Fotos sind auch immer so ein Abbild, aber eigentlich ist der Innenraum eine objektive Sache. Ist ein objektives. Eine objektive Struktur ist jetzt halt ein vierjähriger Raum, andere sagen, vielleicht macht man einen anderen, aber ich rede vom vierjährigen, wir machen es mal einfach, dass wir überhaupt draus können, oder? Vier Wände, und die vier Wände beziehen sich eigentlich auf eine, erzeugen jetzt quasi wieder so ein Spannungsfeld, eine Art Magnetismus. Der Betrachter B, der ist auch da drin, aber der ist jetzt nicht genau in der Mitte, sondern der ist irgendwo, spielt eigentlich gar keine Rolle. Er schaut die Wände auch nicht um irgendwie perspektivisch schräg an, sondern er nimmt die Wände ganz objektiv vor, ganz rechteckig. Wie man es sieht, ist völlig egal. Das ist eine Frage der Wahrnehmung. Alle Wände sind wichtig, auch die da hinten. Wenn die nämlich da hinten nicht wäre, wenn ich jetzt nicht sehe, dann wäre der Raum ja anders. Also alle sind gleich wichtig. Bezieht tut sich der Mensch irgendwie da auf die Art von Mittelstruktur und das gibt wiederum seine aktuelle Denkstruktur, aus der heraus er quasi den Raum wahrnimmt. Er bewegt sich ja auch. Er tut ja nicht nur jetzt warm, sondern er hat die Wahrheit schon vor 5 Minuten schon wahrgenommen. Und das ist eigentlich so eine, also die Teilansichten, die er da sieht, oder wahrnimmt, die setzt er zusammen und das tut ihn gedanklich gewissermaßen stabilisieren. Also ein objektiver Raum, der ist dann unverzerrt und wahr gewissermaßen, der hat dann eigentlich so eine Art, jetzt soll ich mal sagen, Transzendenz, die Existenz, weil er ist wahr und ganz, aber ich sehe ihn nicht so ganz richtig. Aber er ist da, und das weiß ich natürlich. Und das ist eben auch interessant, und das gibt eine Art einer guten gnachtischen Kraft. Jetzt wollen Sie nochmal in eine andere, jetzt versuche ich nochmal eine andere Denkstruktur, um das darzustellen, wieder ein bisschen abstrakt halt. Jetzt muss ich da noch Literatur bemühen. Der Adalbert Stifter im Nachsommer schreibt in einer Passage, beschreibt den Raum. Zu dem Ernste der Wolkenwände gesellt sich der Ernst der Wände von Marmor, und dass in dem Saale gar keine Geräte sind, vermehrt noch die Einsamkeit und Größe. Wenn nun vollends schon eine schwache Abenddämmerung eingetreten ist, so zeigt die Oberfläche des Marmors den Widerschein der Blitze. Und während wir so auf und niedergingen, war einige Mal der reine, kalte Marmor wie in eine Glut getaucht und nur die hölzernen Türen standen dunkel in dem Feuer und zeigten ihre düstere Fügung. Gut, das ist natürlich jetzt nicht mehr so zeitgemäß. Aber sehr interessant habe ich das gefunden, weil er zeigt eine Raumstruktur. Wie stellen wir uns das vor? Also der Stifter unterscheidet zwischen Raum und Wand. Der leere Raum, einsam und groß, so, wird umstanden von marmornen Wänden und dunklen Türen. Und die weisen dann natürlich eine Art anthropomorphe Struktur auf. Also sie sind offenbar vertikal, sie stehen. Sie zeigen düstere Fügung. Sie sind nicht abstrakt, irgendwelche weissen Wände, sondern sie sind Gestalten. Sie haben das oben und unten, haben den Rand und die Mitte. Sie sind düster. Also sie sind, kann man auch andere Worte sagen, Persönlichkeiten. Ehrfurchtsgebieten ist ihre kraftvolle Ausdruckswirkung auf den Raum hin. Ich habe hier die Strukturskizze gezeigt. Also der Raum wird anders gewesen, aber das ist jetzt ja gleich. Aber eigentlich, wenn man es aufzeichnet, sieht er eigentlich so aus. Man kann das aus der Textpassage herauslesen, also die beteiligten Elemente. Er redet vom Widerschein von der Blitz auf dem Marmor und die im Feuer stehenden Türen. Und dann gibt es das im Ernste, dem Ernste der Wolkenwände entspricht der Ernst der Wände von Marmor. Also, da sind da die Marmorwände und die Türen.
Und das sind die Fenster. Ein Fenster hat übrigens nicht geredet, aber ist ja klar, also wenn der Blitz nach innen kommt, dann hat es ein Fenster. Also die Blitz oder die, das Abendlicht dringt da ein und wird beantwortet eigentlich von diesen ernsten Marmorwänden und von diesen hölzernen Türen in düsterer Fügung. Und die machen jetzt eine objektive Struktur. Und dann sagt er, und während wir so auf und nieder gingen, also so auf und nieder, sind wir nicht so wahnsinnig streng, dann sind sie da irgendwo so wieder durchgelaufen. Und das bezeichnet einfach das andere, nämlich die freie, subjektive Bewegung, wo dem objektiv stabilen Formendialog untergeordnet ist. Also der objektiv stabile Formendialog, in dem innen gibt es quasi den subjektiven Anteil. Gut, mit dem analogen Beispiel vom Stifter wird so eine Art Raumbildung benannt, wo klar über eine rein geometrische Verhältnis ausgeht. Das ist die Ausdruckskraft von der Wand, von der Tür, von der Fenster. Und die schaffen den Raum ein Spannungsfeld. Also nochmal die zwei Sachen. Der aufgespannte Raum, Szene könnte man sagen, im Theater wäre das Szene. Und dann die beteiligten Akteure, die da drin handeln und sich bewegen und wahrnehmen. Das menschliche Subjekt im Raum wird durch die Bauform eine Art geordnet. Man könnte sagen, die Bauform gibt eine Art Geleiter, Beistand. Und tut auch das Anthropomorphe von den Individuen wie Formen in einer gewissen Fall auch zu einer Gemeinschaft formen. Zum Abschluss noch ein letztes Bild, vielleicht noch mal anschaulich. Ein Bild aus einem Film. Gewisse Filme haben grosse Aufmerksamkeit im Raum tun. L'année dernière à Marienbad vom Regisseur Alain Resnais, wo in der Architektur, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann man einfach nicht fotografieren und darum muss man das auch ein bisschen machen, das draussen, in einem Park, das ist auch viel gescheiter, in dem Gartenraum, und da sieht man natürlich jetzt auch wieder die strenge Organisation von dem französischen Garten mit den Elementen und dann die freien Subjektive, was gut, der hat es jetzt schon ein bisschen strenger aufgeordnet, angestellt, also nur wie wir so vor auf und nieder gingen, also hat schon noch ein bisschen platziert. Aber gleich, es gibt eigentlich wie zwei Sachen, es gibt eigentlich die Architektur und es gibt eigentlich wie die Interaktion, die individuelle Interaktion, die da gewissermaßen so dargestellt wird. Durch die Gestik von den Menschen, wo ganz wichtig ist, die Menschen sind immer gerichtet, oder? Die Gestik der Menschen, wo irgendwo hin eine Art Beziehungsnetz bildet. Das kann ich jetzt aber nicht mehr im Detail erklären, das nachher kommt dann schon bald das zweite Ding. Gut, nichtsdestotrotz, Räume sind wichtig. Räume sind wichtig in der Architektur und vor allem auch im Städtebau. Ganz wichtig. Ich habe immer noch den Eindruck, da hat man ein vergessen. Das Lustige ist aber, wenn man so eine Veranstaltung macht, sucht man dann selbstverständlich wieder solche Art Räume, wo dann eben wieder die Art Umfassung bildet und die Art Magnetismus dann herstellt, damit man auch Veranstaltung kann.